Moin moin, es ist endlich soweit. Die beste Zeit des Booktube-Jahres hat begonnen. Ende des Jahres, Anfang des Jahres, also der Jahreswechsel von einem Lesejahr zum anderen, bringt immer so tolle Videos hervor, dass ich mich jedes Jahr aufs Neue total drauf freue, diese bei anderen Kanälen zu sehen, aber auch sie selbst zu drehen. Es kommen dann Rückblicke auf das Jahr 2021 jetzt hervor, wo man zurückschaut. Was habe ich alles gelesen? Habe ich meine Vorsätze geschafft? Was hat mir besonders gut gefallen? Was möchte ich ändern? Dann kommt man auch schon zu den Vorsätzen für das neue Jahr. Möchte ich irgendwas ändern in meinem Leseverhalten? Möchte ich mir neue Vorsätze nehmen, Challenges aufstellen? Es hat irgendwas von Neuanfang, Neuaufbruch, Motivation. Aber es kommen natürlich auch die Videos, wo die besten Bücher 2021 in diesem Fall vorgestellt werden. Und auf die freue ich mich am meisten, muss ich ehrlich sagen. Und auch ich möchte jetzt damit beginnen, meine Jahreshighlights euch vorzustellen. Ich habe schon bei der Vorbereitung großen Spaß gehabt, alle meine gelesenen Bücher durchzuschauen und gucken, was würde ich als Jahreshighlight betiteln. Habe sie alle aufgeschrieben und habe gemerkt, das sind so viele, dass sie eigentlich in ein Video nicht alle reinpassen, beziehungsweise das Video irgendwie platzen würde, weil man sich ja doch auch ein bisschen Zeit lassen möchte für die Videos. Man schwärmt so wunderbar und das soll dann ja auch bei euch ankommen. Und da ist mir aufgefallen, dass in dieser Liste sehr, sehr viele Buchfortsetzungen waren, weil ich wirklich auch sehr viele Reihen weiter verfolgt habe und rein beendet habe. Wie viele das waren und ob das auch genau die waren, die ich mir vorgenommen habe, werde ich euch dann nochmal in einem Jahresrückblick-Statistikvideo vorstellen. Ja, aber heute soll es wirklich nur um die Buchfortsetzungen gehen, die mir im Jahr 2021 am besten gefallen haben. Weil ich dachte, ich mache da einfach ein eigenes Video zu, dann kann ich so ein bisschen aufsplitten und ihr werdet natürlich aber trotzdem noch ein weiteres Jahreshighlights-Video bekommen, wo ihr dann die Einzelbände bzw. die Reihenanfänge dann vorgestellt bekommen werdet. So, ich habe hier einen Stapel von 5 Buchfortsetzungen liegen. Ich finde eine sehr schöne Anzahl für dieses Video. Und ich mache das wie in den letzten Jahren zuvor auch, dass ich ein Ranking erstelle. Also wirklich von dem schlechtesten besten Buch bis hin zum besten besten Buch. Und zwar ist dann jedes folgende Buch immer ein kleines Stückchen besser als das vorherige. Das fällt mir zwar immer sehr schwer, weil man die Bücher gar nicht so sehr miteinander vergleichen kann, weil sie doch sehr unterschiedlich sind. Aber ich mache es einfach gerne, weil ich finde, dass es dem Video noch so eine gewisse Spannung gibt und einen roten Faden, so eine Art Steigerung bis zum Gipfel, bis zum Ende, dann grüne Finale, könnte man sagen. Und deswegen habe ich das wieder gemacht. Und wir fangen an mit einem zweiten Band einer Kinderbuchreihe. Und zwar ist das Der Zauber von Immerdar von Dominique Valente. Der zweite Teil heißt Ein Hellseher sieht schwarz. Der erste Teil war, glaube ich, auch letztes Jahr schon in meinen Jahreshighlights. Umso schöner finde ich es, dass es jetzt auch wieder in die Highlights geschafft hat. Es ist zwar nicht ganz so gut wie der erste Band, jedenfalls habe ich es so empfunden, aber trotzdem immer noch so toll, dass er hier auftaucht. Und das freut mich, weil es ja nicht immer gegeben ist, dass eine Reihe ja qualitativ bleibt auf einer Ebene. Und ich hoffe, dass es auch so weitergehen wird. Der dritte Band ist ja bereits erschienen und wird auch nicht der letzte sein. Also es wird wohl noch weitergehen. Mal gucken, wie viele Bände noch erscheinen werden. Wir treffen hier auf Anemona. Sie ist eine junge Hexe und sie ist in einer Familie aufgewachsen, in der alle weibliche Familienmitglieder eine magische Begabung haben. Und somit hat sie auch eine. Nur findet sie die eher langweilig und im Vergleich zu den anderen, also der Schwestern und ihrer Mutter, sind viel großartiger und viel mächtiger als ihre. Sie kann verlorene Dinge wiederfinden. Doch im ersten Band hat sich herausgestellt, dass ihre Gabe doch viel, viel mächtiger ist, als sie dachte. Denn der verlorene Dienstag war die Aufgabe wiederzufinden.
Und sie wurde eben aufgesucht, damit sie mit ihrer Gabe diesen Dienstag, an den sich niemand erinnern kann, wiederzufinden. Und an diesem Tag ist irgendwas passiert, was sehr, sehr wichtig war. Und deswegen muss der Dienstag auf jeden Fall wiedergefunden werden. Ja, und bei diesem Abenteuer lernt sie natürlich viele Freunde kennen. Unter anderem auch der Freund, der in diesem Buch jetzt eine Nachricht schreibt. Denn er ist Dunkelseher. Das heißt, er kann die Erinnerungen aller Menschen oder aller Lebewesen einsehen, die um ihn herum sind, aber er kann auch ein bisschen vorhersehen und er sieht eben vorher, dass er entführt wird. Und er kann vorher, bevor er entführt wird, noch einen Brief an Anemona schreiben, in dem er eben genau das schreibt und um Hilfe ruft. Und sie macht sich natürlich sofort auf den Weg, erstmal zu seinem Zuhause, um dort nach Hinweisen zu suchen, wohin er entführt wurde oder auch von wem überhaupt. Und auf dieser Reise lernt sie natürlich wieder neue Komparsen kennen, Freunde kennen, natürlich wieder viele Gefahren muss sie bestehen, Abenteuer bestehen. Und das ist wieder so schön bunt und ideenreich, fantasievoll, kreativ gestaltet, dass es einfach eine große Freude ist, Anemona dabei zu begleiten. Und wir haben natürlich wieder ihren Begleiter Oswald dabei, der auch im ersten Band mir schon eine große Freude war, denn er ist immer so richtig schön motzig. Er ist ein Kobold oder ein Monster von unter ihrem Bett, sieht aber aus wie eine Katze. Ja, das darf man ihnen aber bloß nicht sagen, denn dann wird er richtig sauer, wird knallorange und wenn man ihn dann noch mehr triezt, dann könnte er auch explodieren, wenn er so richtig sauer ist. Aber der macht Spaß, weil er hat so einen kleinen Sprachfehler, er wird hier auch immer typografisch immer ein bisschen anders dargestellt mit hier mit so dick gedruckter Schrift. Und er vertauscht immer einige Wörter und verbindet die zu Wortneuschöpfungen und ist so richtig motzig drauf. Und das ist herrlich humorvoll und lockert das Ganze richtig schön auf. Es ist aber trotzdem spannend, manchmal auch rührend, weil es eben doch auch viel um Freundschaft geht, aber auch um Selbstakzeptanz, um Selbstliebe, seine eigenen Stärken zu finden und sie einzusetzen. Und ja, das macht einfach großen Spaß. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Stadt, die so ein bisschen an die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs erinnert. Hier geht es nämlich auch alles um Bücher und ums Lesen, um Antiquariate. Und diese Stadt muss Anemone aufsuchen, damit sie ihr Wissen mehren kann und eher ja, so ein bisschen zu recherchieren zu einem bestimmten Thema. Und wir werden uns auch in die Unterwelt begeben. Wir haben hier eine ganz tolle Karte enthalten. Auch im ersten Band hatten wir eine schöne Karte, aber da war nur immer da abgebildet und jetzt haben wir auch nimmer da, also die Unterwelt abgebildet. Das heißt, dort wird auch der Weg von Anemona hinführen. Und ja, das Ganze ist halt auch sehr schön illustriert. Hier haben wir zum Beispiel auch Oswald. Ja, also wie gesagt, es hat sehr viele Aspekte, die mir wirklich gut gefallen haben. Ich kann es allen Lesern ab 8 empfehlen, die selbst lesen wollen, aber auch zum Vorlesen ist das richtig toll geeignet und eben für Erwachsene, die einfach diese bunten, fantasievollen, liebevoll gestalteten Kinderbücher lieben, die sollten auch der Zauber von Immerdar mal in die Hand nehmen und schauen, ob das für einen etwas ist. Ich werde auf jeden Fall mit der Reihe weitermachen im nächsten Jahr und mal schauen, ob ja, wie viele Bände da noch erscheinen werden. Und ja, freue mich, dass dieses wunderschöne Büchlein in diesem Video aufgetaucht ist. Ja, auch der Platz 4 ist eine Kinderbuchreihe und auch sehr empfehlenswert zum Vorlesen. Allerdings ist das etwas ganz anderes. Es ist viel skurriler, es ist viel eigenartiger, viel mehr Wortwitz und viel mehr, ja, verrückt eigentlich. Ich rede von der Reihe Mr. Gum von Andy Stanton und illustriert von David Teziman. Und übersetzt ist das von Harry Rowold. Und ein kleiner Tipp: Es gibt dazu auch Hörbücher, eingesprochen von Harry Rowold. Passt perfekt in diese Reihe. Leider sind die gekürzt, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil die Bücher eh schon so kurz sind, dass die dann auch noch gekürzt werden. Aber trotzdem ist es eine Empfehlung, weil also Harry Rowold, das einfach unglaublich toll liest.
Mr. Gumm ist ein menschenverachtender, kinderhassender und dreckliebender Mensch. Sehr, sehr übler Geselle, der immer wieder auch Bösartigkeiten vorhat. Und Polly, das kleine Mädchen, die stellt sich ihnen immer wieder entgegen mit ihren Freunden Freitag und ihrem Hund Jakob und anderen Gefährten aus dem Ort Butlermonisch an der Bibber. Aber dieses Mal geht es gar nicht so sehr um ihre Zwistigkeiten zwischen Gut und Böse, sondern es geht um die Streitigkeiten zwischen Mr. Gumm und seinem besten Freund Willi Wilhelm III. Denn der ist eigentlich Schlachtermeister und Mr. Gumm ist immer wieder bei ihm zum Essen dabei und holt sich immer dort sein Fleisch ab. Aber dieses Mal oder in letzter Zeit ist er immer wieder in der Imbissbude vom fettigen Ingo zu finden und ist dort viel mehr und verbringt somit auch viel mehr Zeit mit diesem. Und Willi Wilhelm wird ordentlich eifersüchtig und es gerät ja eigentlich total außer Rand und Band, ihre Konflikt, ihre Eifersüchteleien tragen sie nämlich öffentlich in der Stadt aus und es kommt so richtig ja zu einer Schlacht, die den Ort Butlermonisch an der Bibber ja ins Chaos zu stürzen droht und Polly möchte das natürlich verhindern und so versucht sie die Zwistigkeiten der beiden irgendwie zu lindern und sie möchte unbedingt den Schwarm von Willi Wilhelm III. Auffindig machen, um ihm so ein bisschen zu besänftigen. Und zwar ist das Thora Grunzwinkel, die Schlachterkönigin und die wohnt in Altgroß-London und da macht sich Polly nun auf den Weg. Zugegeben, das ist jetzt kein wunderschönes Buch. Was ich an dieser Reihe mag, sind diese kräftigen Farben im Hintergrund. Hier ist es eben dieses Petrol-Türkis. Aber die Illustrationen sind natürlich alles andere als schön, aber sie passen einfach zu dieser Skurrilität des ganzen gesamten Buches. Es ist natürlich auch so ein kleines bisschen eklig, aber auch, ich glaube, dass es Kinder lieben und dass es richtig schön verrückt ist und viel Wortwitz aber auch in sich trägt. Manchmal erinnert mich tatsächlich sogar vom Wortwitz auch ein bisschen an Walter Mörs, auch wenn es hier ein viel jüngeres Publikum anspricht. Es hat auch innen drin Illustrationen, der Text ist immer sehr sparsam auf der Seite bedruckt, aber es passt, es ist alles irgendwie stimmig und Band 6 bis 10 habe ich jetzt, glaube ich, im Jahr 2021 gelesen und Band 6 war aber, glaube ich, tatsächlich das, was mir noch mit am meisten, es verschwimmt alles so ein bisschen ineinander, weil ich die, glaube ich, ziemlich hintereinander weggelesen habe. Aber ich glaube, dass mir Band 6 am besten gefallen hat von den Buchfortsetzungen. Ja, einfach herrlich. Fangt natürlich mit Band 1 an. Sie sind ein schlechter Mensch, Mr. Gumm, heißt der erste Teil. Und dort geht es unter anderem um eine Fee, die in der Badewanne wohnt. Und Mr. Gumm jedes Mal einen mit der Pfanne auf den Kopf schlägt, wenn er seinen Garten nicht ordentlich macht. Er hat nämlich den hübschesten Garten in ganz Butlermonisch, obwohl er so ein Drecksfink ist, denn diese Fee aus der Badewanne nötigt ihn dazu. Doch eines Tages kommt der Hund Jakob um die Ecke und möchte natürlich in diesem schönsten Garten am liebsten spielen und hinterlässt dort auch seine Häufchen. Und ja, das bringt die Fee aus der Badewanne wieder zur Weißglut und Mr. Gumm möchte sich um den Hund kümmern, beziehungsweise möchte ihn am liebsten umbringen. Ja, das ist so der erste Konflikt, der da entsteht, wo Polly darauf aufmerksam wird und natürlich den Hund retten möchte. Ja, aber auch das hier, es war wieder so herrlich verrückt, bekloppt und immer wieder überraschende Wortwitze. Ich kann es allen empfehlen, die so ein bisschen skurrile Bücher mögen, die schwarzen Humor mögen, die es so ein bisschen morbide mögen und auch nicht vor ja so dreckigen Witzen, nicht unter die Gürtellinie, aber so ein bisschen schmutzigere Sprache und es hat jetzt hier nichts Zauberhaftes oder so, sondern es ist wirklich auf den Humor und auf die Skurrilität ausgelegt. Aber ich liebe diese Reihe und finde es zum Vorlesen auch herrlich gemacht und werde da immer wieder reinlesen und mich erfreuen in diesem ganz abgefahrenen Humor.
Und auch der dritte Platz ist ein Kinderbuch. Ja, ich weiß auch nicht. In diesem Jahr habe ich wirklich viele Kinderbücher gelesen und habe gemerkt, wie viel Freude mir das macht. Und daraus wird auf jeden Fall auch ein Vorsatz folgen für das nächste Jahr. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Der dritte Platz ist ein Buch, was ich mit der lieben Anja vom Kanal Book Friends Forever gelesen habe, gemeinsam. Es ist auch der zweite Teil einer Reihe, einer Weihnachtsreihe. Und jetzt wisst ihr vielleicht auch schon, welches das ist. Das Mädchen, das Weihnachten rettete von Matt Haig, ist eben der zweite Band dieser Weihnachtstrilogie. Der erste Band hieß Ein Junge namens Weihnacht und hatte mir vor 2 Jahren schon unglaublich gut gefallen. Und da geht es ja eben darum, wie der Weihnachtsmann zum Weihnachtsmann wird, beziehungsweise wie der Weihnachtsmann überhaupt aufgewachsen ist und er dazu kam, überhaupt zum Weihnachtsmann zu werden. Und jetzt im zweiten Band geht es darum, dass der Weihnachtsmann ja so seine Probleme hat, denn es glauben nicht genug Kinder an Wunder, an Weihnachten. Und er braucht aber diesen Weihnachtsglauben, diesen Weihnachtszauber, um überhaupt ja, die Wunder vollbringen zu können. Also da beißt sich die Schlange in den eigenen Schwanz. Einzig das 8-jährige Waisenkind Amelia kann ihn retten, doch sie steckt auch in einer Krise, denn sie war das erste Kind, das an Weihnachten geglaubt hat, das an Wunder geglaubt hat und damals schon Weihnachten ermöglicht hat. Und jetzt setzt der Weihnachtsmann auf sie, dass ihr Glaube wieder so groß ist. Aber ihre Mutter ist sehr schwer krank und sie schreibt den Weihnachtsmann, dass sie ja alle ihre Wünsche streichen würde, nur den einen großen soll er doch bitte erfüllen, dass ihre Mutter wieder gesund wird. Doch das wird sie leider nicht und sie muss in ein Arbeitshaus und dadurch gerät ihr Glauben so ins Schwanken und erlischt beinahe, dass sie ja die Hoffnung, vom Weihnachtsmann gerettet zu werden oder dass der Weihnachtsmann ihr wieder Wunder bringt wie letztes Jahr, erlischt. Und das ist ein großes Drama, das wir hier durchleben. Es ist wieder so zauberhaft. Hier werden so viele Emotionen vereint. Auch hier haben wir eine große Prise Humor und auch so ein bisschen schwarzen und sehr düsteren Humor. Wir haben hier aber auch sehr viel Dramatik und sehr viel tragische Elemente, die wirklich einen sehr, sehr rühren und traurig machen, aber auch sehr viel Herzenswärme, die immer wieder hier mit einspielt und einen dann wieder so ein bisschen tröstet, weil hier immer wieder Figuren dabei sind, die ja einen wieder an Hoffnung, an Wunder und an Liebe glauben lassen und einen nie zu doll hoffnungslos zurücklassen, obwohl es manchmal wirklich schon sehr traurige Momente gibt. Und hier, ja, es war einfach großartig gemacht. Es sind viele überraschende Figuren aufgetaucht, die man wiedererkennt aus, ja, sagen wir mal, aus der Literaturszene. Und so viele kleine, viele Anspielungen, die einfach ganz viel Spaß gemacht haben. Und der Weihnachtsmann ist so ein, ja, toller Mensch, der hier wieder gezeichnet wird, und auch Amelia ist eine sehr, sehr tiefgründige Person, die es natürlich irgendwie schafft, da aus dem Arbeitshaus dann irgendwann wieder rauszukommen. Aber wie und auf welche Weise müsst ihr hier selber lesen? Ja, diese Gegensätzlichkeiten, die hier in dem Buch zusammenstoßen, machen das Buch eben so besonders, dass es eben so bezaubernd ist und ein bisschen humorvoll, aber eben auch tragisch, brutal und einen wirklich zu Tränen rührt. Ja, und dieses Kinderbuch hat mich deswegen dieses Jahr sehr begeistert. Aber auch von der Aufmachung ist es ein richtiger Hingucker. Gucken, ob ich hier noch mal eine schöne Illustration finde, die ich euch zeigen kann. Hier zum Beispiel, ich glaube, das ist das Arbeitshaus. Ja, richtig, richtig schön. Auch den dritten Band habe ich dann diesen Monat, also im Dezember, gelesen. Davon werde ich euch dann im Lesemonat Dezember berichten. So, jetzt haben wir die Kinderbuchreihen abgehakt, aber wir bleiben in der Fantasy. Und zwar habe ich den dritten und letzten Teil einer Trilogie hier auf dem zweiten Platz gesetzt. Und zwar ist das Gabe von Siri Petersen. Das ist der dritte Teil der Rabenringe-Trilogie.
Auch den ersten und zweiten Band habe ich dieses Jahr gelesen. Und Odins Kind war auch wirklich großartig. Aber der dritte Band, der hat mich am meisten gefesselt. Es war episch, High Fantasy, klar, nordische High Fantasy mit nordischen Mythen und Sagen so verbunden. Ich finde, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Game of Thrones, aber auch Vikings auf eine ganz eigene Art und Weise vermixt. Und was ganz Eigenständiges ist daraus geworden. Ich mag an dieser Reihe sehr unsere Protagonistin Hirka. Hirka ist nämlich ein Mensch, ein Odinskind. Sie ist aber unter den Imlingen im Imsland aufgewachsen, wo alle magische Gaben haben und einen Schwanz. Sie dachte immer, sie wäre ein Imling, der ihren Schwanz verloren hat bei einem Unfall. So wurde es ihr jedenfalls zu Anfang gesagt. Zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben sollen sie aber zu einem Ritual gehen, um dort ihre Gabe auszuüben. Aber sie kann diese Gabe nicht ausüben. Und da wird ihr von ihrem Ziehvater eröffnet, dass sie gar kein Imling ist, sondern ein Odinskind und deswegen diese Gabe gar nicht hat. Und sie ist natürlich am Boden zerstört, auch zu hören, dass ihr Vater gar nicht ihr richtiger Vater ist. Und jetzt muss sie überlegen, was sie tut, denn Odins Kinder, Menschen werden in dieser Welt gefürchtet und nicht gerne gesehen. Und sie versucht natürlich zu verbergen, dass sie eins ist. Soll sie flüchten oder soll sie irgendwie eine List anwenden, um durch dieses Ritual zu kommen? Ja, sie hat natürlich auch Verbündete dabei. Sie hat einen alten Kindheitsfreund, der wieder auftaucht. Das ist Rime, der eben an einer sehr ehrwürdigen Familie hineingewachsen ist, der eine große Zukunft hat, aber eigentlich sich gar nicht so sehr mit diesem Schicksal anfreunden kann. Und als die beiden wieder aufeinandertreffen, merken sie natürlich, dass sie ein Band irgendwie miteinander verbindet. Zwischen denen gibt es natürlich nachher auch größere Gefühle, aber das steht Gott sei Dank nicht so sehr im Vordergrund. Band 2 ist für mich leider qualitätsmäßig sehr abgesagt, was am Setting liegt, denn jeder Band spielt in einem anderen Setting. Und das ist Gott sei Dank im dritten Band wieder umgekehrt worden, ins Gegenteil, dass mich das Setting wieder so mitgerissen hat. Und auch Hirka, die ich im zweiten Band gar nicht wiedererkannt habe, ihre Stärken. Sie ist wirklich ein sehr starkes Mädchen, die aber auch sehr viele Verletzlichkeiten hat, eben eine Außenseiterin zu sein und sich nirgendwo richtig beheimatet zu fühlen oder zugehörig zu fühlen. Das ist schon sehr, sehr hart und dringt hier immer wieder durch diese ganze Reihe durch. Und auch die Autorin hat diesen Außenseitern diese Reihe gewidmet, was ich immer sehr schön fand, die Widmungen zu lesen, die ja alles andere als 0815 waren. Ja, und gerade, dass diese trotz dieser Verletzlichkeiten Hirka immer wieder ja, Stärke bewiesen hat, mit Selbstironie und so ein bisschen Sarkasmus irgendwie sich in mein Herz gestohlen hat und die Herausforderungen bewältigt hat und immer wieder aber auch Rückschläge erhält. Das macht sie wirklich aus. Im zweiten Band habe ich es leider sie nicht wiedererkannt und das eine große Stärke ist dadurch irgendwie auch verloren gegangen. Band 2 war für mich einfach nicht so gut, weil es eben auch vom Setting her mir nicht so gut gefallen hat. Im dritten hat sich das Gott sei Dank wieder umgekehrt, ins Gegenteil umgekehrt, denn hier fand ich das Setting großartig. Es war sehr kalt, sehr eisig, sehr verschneit, was ich ja schon immer sehr gerne mag. Und wir haben hier eine ganz neue Kultur, ganz neue Wesen kennengelernt, zwischen die sich Hirka bewegen muss und sie muss halt eben deren Tradition erstmal kennenlernen. Sie spielt dort eine sehr, sehr große Rolle. Für sie ist eine, ja, eine sehr, sie ist eine sehr wichtige Figur und sie muss dort ja, eine Prophezeiung erfüllen quasi. Aber ob sie das möchte, wird sie gar nicht gefragt. Und so versucht sich da erstmal durchzumanövrieren und ja, tritt aber auch wirklich in jedes Fettnäpfchen, was man dort treten kann. Aber manchmal ist das sogar Absicht und sie versucht diese Tradition irgendwie aufzubrechen. Und das macht Spaß mitzuerleben. Aber auch diese neuen Kulturen, die die Autoren immer so in High Fantasy erschaffen. Und gefällt mir immer sehr, sehr gut, wenn das sehr plausibel erklärt ist. Und hier
ist das so. Und ich habe einfach mit Hirka hier sehr mitgelitten. Das Finale ist sehr episch. Es ist auf jeden Fall sehr groß angelegt. Dann man spürt das richtig, die Spannung, wie sie immer mehr steigt, wie es auf das Finale zuläuft. Und trotzdem fand ich, dass es mich immer wieder überrascht hat mit Wendungen und mit Momenten, wo andere Autoren vielleicht voll draufgehalten hätten, wurde hier ausgeblendet und in ganz andere Fokusse gelenkt. Und das fand ich an dieser Reihe so besonders, dass eben nicht die Schlachten hier so sehr im Vordergrund standen, sondern immer mehr das davor oder das danach. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil ich eben auch gar nicht so der Schlachtenmensch bin. Natürlich wird hier auch was davon gezeigt und dieses Feeling aufgebracht, aber trotzdem nie so sehr der Fokus drauf gelegt. Ich hatte auch so meine Kritikpunkte an dieser Reihe, klar, aber der dritte Band, der hat mich einfach wirklich sehr, sehr begeistert, vielleicht auch gerade, weil der zweite mich so enttäuscht hat. Da war natürlich die Differenz sehr hoch, von unten weit wieder nach oben auf die Spitze zu kommen. Ja, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr über die Gabe gewusst an sich, also die Magie. Das war mir alles viel zu schwammig, aber ja, damit habe ich mich im dritten Band dann abgefunden und habe mich dann an Hirka gehalten und an diese tolle Welt, die hier aufgebaut wurde, die wirklich ja, ganz gut im Winter gelesen werden kann. Und ganz eindeutig auf dem ersten Platz sind zwei Bücher, und zwar Band 2 und 3 einer Reihe. Band 1 war letztes Jahr auch auf meiner besten Liste 2020 und zu Recht. Und Band 2 und 3 haben mich auch begeistert, beziehungsweise Band 3 lese ich gerade noch. Ich spreche von diesen beiden wunderbaren Werken. Das Mädchen und der Winterkönig von Catherine Arden ist der zweite Teil und Die Hexe und der Winterzauber ist der dritte und letzte Teil. Ihr seht, ich bin ziemlich genau auf der Hälfte. Natürlich kann das Buch immer noch schlecht werden und das Ende ist für mich ja immer sehr, sehr bedeutsam, kann natürlich auch total versemmelt werden. Ich gehe davon jetzt aber mal nicht aus. Selbst wenn das so wäre, hätte ich ja immer noch hier Band 2, was für mich auf jeden Fall unangefochten auf Platz 1 stehen würde. Und Band 3 reiht sich da bisher einfach mit ein. Der Bär und die Nachtigall heißt der erste Teil und dort treffen wir auf Vasya. Und Vasya wächst in einem Land auf, was dem Russland sehr ähnelt von unserer Welt, nur eher in Richtung Mittelalter. Sie bekommt von ihrer Amme immer wieder Geschichten erzählt, Mythen und Sagen aus der Gegend. Und für Vasya sind diese Geschichten wahr, denn sie kann diese Wesen aus den Geschichten, kann sie sehen und wahrnehmen. Und sie ist immer in der Natur unterwegs und ist nicht zu bändigen, wirklich ein Wirbelwind. Zum Missfallen ihrer Familie, die sie natürlich auch gerne in den Haushalt einbinden wollen und sie so ein bisschen ja, erziehen möchten, aber das ist bei ihr scheint einfach nicht möglich zu sein. Dann kommt irgendwann in ihr Dorf ein Priester. Und dieser Priester möchte ja eben die Religion, den christlichen Glauben mitbringen und den Leuten aus dem Dorf eben diese alten Traditionen austreiben. Und da merkt Vasya, dass es Einfluss auf die Wesen, auf die Naturgeister hat, die sie sieht, denn diese werden immer schwächer, je weniger Leute an sie glauben und je weniger Leute ihnen Opfer darbringen. Und das möchte Vasya natürlich verhindern. Gleichzeitig merkt sie, dass eine dunkle Macht im Wald erweckt wird und auch eine Bedrohung davon ausgeht und sie irgendwie eine große Rolle in diesem ganzen, ja, Machtgefüge hat und dort auch einiges bewältigen kann, aber sie auch gelenkt werden soll wie eine Schachfigur. Wir erleben im ersten Band, wie sie aufwächst. Im zweiten Band ist sie dann schon eine junge Frau, die sich auf den Weg macht, in die weite Welt hinaus zu reisen. Und irgendwann kommt sie dann in Moskau an, wo sie dann auch ihre Geschwister wieder trifft, die sie lange Zeit, lange Jahre nicht mehr gesehen hat. Und sie kommt dort auch in den Großfürstenhof
und ja, erweckt so ein bisschen die Aufmerksamkeit, doch sie muss verbergen, dass sie eine Frau ist. Ansonsten würde sie nicht so frei sein können, wie sie es im Moment kann. Sie verkleidet sich also als junger Mann. Sie merkt aber auch dort wieder, dass irgendwas in der Stadt nicht mit rechten Dingen zugeht und irgendein Zauber auf dieser Stadt liegt. Ja, auch hier, ich liebe einfach dieses Buch. Ich weiß noch, als ich das Buch Anfang des Jahres, ich habe es glaube ich im Januar gelesen, zugeschlagen habe und einfach selig war und einfach den dritten Band nicht erwarten konnte, den ich ja jetzt endlich in den Händen halte und gerade lese. Und es ist so naturverbunden. Es ist so einzigartig, weil eben hier russische Märchen und Mythen verwoben werden, die für mich noch nicht so ausgelutscht, noch nicht so bekannt sind. Natürlich so einiges wie Baba Yagas oder Väterchen Frost und so einige Schneemärchen, die kennt man vielleicht, aber vieles ist mir einfach auch unbekannt und ist neu für mich. Die Atmosphäre ist hier wunderschön. Also es ist wirklich sehr verschneit, sehr verträumt, sehr naturverbunden und man darf hier nicht so viel Action erwarten. Also im zweiten Band ist ein bisschen mehr Action, aber im ersten Band ist es auf jeden Fall sehr ruhig. Auch im zweiten und dritten Band darf man aber hier jetzt nicht mit einer sehr handlungsgetriebenen Story rechnen, sondern hier ist die Atmosphäre immer wieder im Vordergrund und eben diese zauberhaften Wesen, die wir mit Wasja zusammen kennenlernen und was ja immer wieder ja angefeindet wird, weil sie eben als Hexe beschrien wird, weil sie seltsam ist, weil sie seltsam aussieht, aber trotzdem immer mehr an Begabung in sich entdeckt und ja zwischen den großen Mächten in der Menschenwelt und zwischen den Mächten der Zauberwesen, sag ich mal, irgendwie zwischen die Fronten gerät. Ja, das ist einfach toll zu lesen. Ich liebe es. Im Moment bin ich natürlich auch total drin, weil ich gerade den dritten Band lese und die letzten Kapitel mich wieder so verzaubert haben. Ich werde euch dann ja im Lesemonat Dezember natürlich berichten, ob das Ende mich auch befriedigt zurückgelassen hat. Da hoffe ich sehr drauf. Wirklich, dass sich die Autorin Zeit nimmt, diese Reihe gut zu beenden. Es ist immer auch noch so eine kleine Melancholie spielt da auch so mit rein. Ich glaube, dass das auch vielen gefallen könnte, die viel historisch lesen, weil es ist zwar sehr märchenhaft, aber der Fantasy-Anteil ist trotzdem sehr subtil. Ja, aber trotzdem immer noch genug da, dass es für mich ja, für mich reicht. Also zu wenig wäre hier auch nicht in Ordnung gewesen. Also es sind immer noch genug Zauberwesen, aber und Magie da, die sich aber ganz toll in die Welt mit einfügt und überhaupt nicht abgedreht wirkt oder so, sondern einfach ganz, ganz schön sich einfügt. Ja, Vasya ist mir so sehr ans Herz gewachsen, genauso wie viele Zauberwesen, aber auch die Beziehungen zwischen ihrer Familie, ihre Geschwister, die sie auch liebte, die zwar nicht genauso sind wie sie und sie nicht ganz so gut nachvollziehen können, aber ihre Liebe zueinander ist einfach ungebrochen. Und ja, das ist einfach ganz, ganz schön mitzulesen. Im zweiten Band kommt so ein bisschen mehr Politik und Strategie auch rein, was mir jetzt nicht ganz so gut gefallen hat, aber das war Gott sei Dank nur so ein geringer Teil, dass ich das ja, ertragen konnte und das gehörte dann irgendwie auch mit zur Geschichte dazu. Ja, das waren sie, meine besten Buchfortsetzungen aus dem Jahr 2021. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was habt ihr an Reihenfortsetzungen gelesen, die euch so richtig umgehauen haben und die vielleicht sogar besser waren als Band 1 oder einfach qualitativ hochwertig geblieben sind in der gesamten Reihe, bis wie ihr das gerade so gelesen habt. Das würde mich sehr interessieren und natürlich möchte ich auch gerne eure Meinung zu den genannten Büchern wissen, wenn ihr denn eine habt, wenn ihr die Bücher bereits gelesen habt. Und vielleicht war ja auch etwas dabei, das euch anspricht, und ihr sagt, boah, die Reihe möchte ich sehr gerne lesen. Da, ja, hast du mich jetzt mitgekriegt. Das ist natürlich immer besonders schön dann zu hören. Ja, und ansonsten hoffe ich einfach, dass euch das Video unterhalten hat. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich jetzt auf die nächsten Videos, die jetzt noch da kommen werden, bei mir und bei anderen auf dem Kanal.
Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.